Dann kommen wir zu den USA, da die haben natürlich ewig viele Fahrzeuge. Gehen wir einfach mal Ford, muss ich nicht viel sagen. Mustang Fanboy, Ford Fanboy, GT350 for life. Seid ihr eigentlich mein Lieblingsauto? Ist der GT350 oder GT350? Also, der GT350 wäre der, den ich mir hole, weil es einfach verdammt gut ist, vier Sitze zu haben. Aber ich muss irgendwann mal, wenn ich das Geld dazu habe und ein bisschen mehr Geld dazu habe, müssen wir bei Ford anfragen, ob die wirklich so eine, ob sie sozusagen so einen Mix aus beiden Fahrzeugen machen für mehr Geld. Sozusagen das innen drin, das Interieur des Shelby GT350s mit den vier Sitzen, mit dem Technology Pack und allem. Und das Äußere von dem GT350R mit den anderen, mit dem Spoiler, mit den anderen, mit der anderen Federung und allem. Das wäre schon geil. Ja, also das haben wir. Lieblingsauto ist auch der. Lieblingsamerikanische Auto ist damit auch der GT350 bzw. GT350R. Dann haben wir Chevy. Ja, finde ich ganz cool. Ich mag den Tahoe, mag ich eigentlich ziemlich. Als SUV. Aber natürlich die meisten von euch. Also Corvette ist da mein zweitliebster Wagen, bzw. eigentlich mein liebster Wagen von Chevy, würde ich sagen. Camaro, ja, ganz nett, aber als Mustang-Fanboy bin ich einfach dazu, verdammt, diesen Camaro zu hassen. Nein. Wobei der Camaro ja eigentlich nur eine Nachmache vom Mustang ist. Aber ich will jetzt kein Flamewall starten, falls das überhaupt, falls ihr überhaupt Leute seid, die Chevy und Ford Fanboy Wars machen. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Nur ein kleiner Fact am Rande. Und ja, auf jeden Fall Chevy, also da die Corvette, würde ich sagen. Dann haben wir Dodge. Interessiert mich eigentlich nicht wirklich, wenn dann eine Challenger, aber. Nee, Viper, die Viper. Die Viper von Dodge ist doch ganz nice, aber sonst Challenger, Charger reizen mich nicht so. Was haben wir noch? Ich bin kein großer Tesla-Fan, Elektro ist nichts für mich, auch wenn die eigentlich ziemlich cool sind von der Technik. Ich brauch's laut, ich brauch's umweltverschmutzend, ich brauch's cool. Versteht ihr? Ich bin ein riesiger Assi im ATS, muss ich sagen. Aber wir haben keinen Unfall gebaut und uns Zeit gespart. Report Drunk Drivers, Call 911. Ja, wahrscheinlich würden wir jetzt Reporter dafür. So wie wir von den Gliedern des betrunken sind. Ja. Gibt natürlich noch ewig viele andere amerikanische Marken, aber jetzt eine direkte coole Autos herstellt, fällt mir jetzt keiner ein. Wahrscheinlich vergesse ich gerade einen richtig großer. Das müsst ihr mir verzeihen. Der Ford GT ist natürlich auch noch ganz cool. Ist aber, ich bin einfach nicht der Supercar-Wagen-Typ. Wie gesagt, ich brauche einen schicken Mustang mit V8. Dann bin ich glücklich bis an mein Lebensende. Und ja, wir wollen hier kurz zu Eddies reinfahren. Fahren wir hier einen großen Bogen, damit wir unseren Trailer schön gerade schon kriegen. So, können wir hier kurz rauffahren. Klick, danke. Drehen wir um. Your best family market. Hier nicht zu weit. So, ach, wir sollen die hintere. Das ist doch praktisch. Sollen nicht so weit vorne rangieren. So. Aha, fast zu viel des Guten. Komm, bisschen noch. So. Gut, und dann haben wir auch diese Fracht abgeliefert. Extern Packed Food delivered from Oakdale to Elko 64,8 18 Stunden, 43 Minuten, 79,7 Gallonen, 9.151 und 508 XP, weil wir so weit gefahren sind. Nice, finde ich gut. Und ich wollte gerade sagen, ich kann eigentlich hier schon die Folge beenden, aber weil ich hätte jetzt nicht noch Zeit für eine weitere Fuhre, aber wir wollten das sowieso zu einem Händler gehen, beziehungsweise. Ja, wir gehen mal zum Händler und zeigen dann mal den Rest. Also, das ist auf jeden Fall mein Lieblingsauto. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was sind eure Lieblingsautos. Würde mich mal interessieren. Wir fahren noch schnell zum Parkteil da rechts. Ist da geradeaus zu dem. Das ist eine Garage, oder? Müsste das sein? Ach, nö. Truck Headquarters. Fahren wir einfach links lang über die Autobahn. Müssen wir auch nicht zu einer Ampel. Geht das eigentlich? Jupp, läuft. Gut, eiskalt die Vorfahrt genommen und eiskalt das Spiel ausgetrickst, weil ich dachte, wir biegen rechts ab. Aber dem war nicht so. So entkommt man einer Rechtsabbiegestrafe, Leute. Einer Überrundfahrtstrafe, wie gesagt. Man lässt das Spiel denken, man biegt nach rechts ab. Gut. Und ja, also das ist mein Liebster. Schreibt einfach in die Kommentare, was sind denn eure. Und denkt dran, wenn ihr irgendwelche Themen zu besprechen habt,
Auch das bitte in die Kommentare. Hier rechts bei der Resting Area können wir anhalten. So. Können wir uns da irgendwo einparken? Ich will nicht zwischen dem Groundweg und dem älteren Wagen da parken, weil das mir ein bisschen zu nah ist. Das ist ja eigentlich auch schon ziemlich eng. Ich will keinen Spiegel abfahren. Puh, fuck, ist das eng. Können wir noch ein bisschen vorfahren oder wie sieht's aus? Ein bisschen noch. So. Oh, das ist Einparkskills, Leute. Einparkskills im ATS am Ballen und die Autos vor uns sehen super low-poly aus. Gut, wir wollten noch einen Wagen tunen. Also, wir wollten noch gucken, was denn wegen Trucks aussieht. Truck Dealer, wir speichern erstmal kurz davor. Save and load nochmal. Ich werde jetzt aber nicht auf Upgraden gehen, wir gehen einfach hier auf Truck Dealers. Und ich zeige euch mal erstmal. Ach, können wir jetzt hier überhaupt den gar nicht auf, oder? Kenworth ist jetzt. Das ist der neue. Das ist unser. Ich zeige euch einfach mal nur. Stockoffer, nein, Stockoffer will ich nicht, wie wir unseren jetzt sozusagen tun würden, würde ich jetzt wirklich das ultimative Geld haben, mit Roof Sleeper natürlich rein, wir haben, das haben wir gerade und das wäre das nächste Upgrade, also schon ein riesen Upgrade, 220 Gallonen, 455 PS, 18 Ganggetriebe, dann hier nehmen wir das, wir haben momentan das Interieur, da würden wir zu dem wechseln, wesentlich netter, hier können wir Age of Steam, aber das wollen wir nicht, wir nehmen hier einfach mal Dark Red Metallic, weil wir können. Hier nehmen wir die Mirror Standard, nicht die Exclusives. Die. Ja, was nehmen wir hier? Nehmen wir die normalen Door Handles. Dann hier. Nehmen wir die Hood Mirrors natürlich, weil die sehr nützlich sind. Auch wenn sie scheiße aussehen, unglaublich scheiße. Painted Bumper, Bull Bars finde ich nicht schön. Vor allem, weil das Blöde ist, dass man hier einfach kein Licht anbringen kann. Das kotzt mich an, dass es beim ATS nicht geht. Wobei es beim ETS ging. Standard Side Skirts, damit wir die lackiert haben. Passenger Side Mirror muss natürlich drauf haben. Oder Mirror. Warte, was? Wie sagen die Mirror? Sagen die manche. Progress nehmen wir es hier. Bad Advanced. Progress. Auch richtig Speed Tuning hier. Progress. Advanced. Advanced. Nur damit ich euch das jetzt schnell zeigen kann. Hier nehmen wir die Exclusive Mud Flaps. So, die Whites hätten wir auch. Haben natürlich eine so eine Frischheit. Und Single Exhaust oder Dual Exhaust. Nehmen wir natürlich Dual Exhaust, weil Single Exhaust sieht ein bisschen shit aus. Und ja, das wäre sozusagen jetzt der Truck, wie es wäre. Wie der ziemlich cool wäre. 45.000 im Aufpreis. Und das können wir uns gerade nicht leisten. Hätten wir das alles. Aber vielleicht so, wir können auch, wir haben auch einen Paint Job und kriegen nicht diesen Paint Job Level 4, wir haben momentan divided hier, aber na. Gut, dann haben wir diesen Kenworth, dann den neuen Truck, den W900, den nicht Stockoffern, sondern customizen. Das ist wirklich der Traumtruck von mir, hier erstmal, gibt ja auch so ähnlich vom Peterbilt, also da muss man dann gucken, aber eigentlich würde ich den gerne schnell kriegen, also der gibt's normal natürlich, dann kommt Studio Sleeper, wir haben die von beiden noch nicht, die dritten frei, die kommt erst bei Level 20, aber das ist natürlich schon ein Riesenunterschied, man guckt sich das an, hier Klick und dann Klick, 22 Gallonen natürlich wieder, 455 PS, 18 Ganggetriebe und hier natürlich das Classic Interior, also Modern Interior passt einfach nicht zu einem älteren, klassischen Truck, Crimson Red, Graphite, Black, Metallic Blue, hätten wir vieles hier eigentlich. Ah, wie war das? Use Preset. So war das, oder? Ne, andersrum. Haha. Klick. Sowas, glaube ich. Dann hier natürlich Sachen noch rauf. Five Roof, Sleeper Lights. Was mir noch fehlt, sind beim ETS so Sachen, dass man hier drauf machen kann. Der hat ja sogar welche schon, wo man halt eben nochmal solche ja, Horns drauf machen kann, Lichter drauf machen kann und so weiter. Das fehlt mir noch. Hier werden 9 Roof Cabin Lights, werden einfach total overkill. Also das Teil ist so geil. Man sieht einfach nichts mehr. Das ist innen drin. Und das ist innen drin mit dem Teil. Hier, das ist einfach alles rausgeschnitten. Es ist irgendwie cool und es sieht auch geil aus, aber es ist irgendwie ein bisschen unpraktisch. Deswegen das da. Mirrors Nummer Double, damit wir hier die Seitenmirror haben. Hier bin ich mal gespannt, was wir da freikriegen beim Basic Airfilters. Da haben wir noch nichts. Könnten wir die Plain Stacks nehmen, aber wir nehmen die Standards, wo auch Kenworth draufsteht, damit es cool ist.
Hier können wir nochmal Cap Panels, 12-inch LCs machen. Dann schicke ich auch nochmal die Mirrors rein. Hier kann man nochmal einen Bug Deflector drauf. Standard, Modern oder das Shield. Shield ist einfach cooler, weil es einfach dann noch ein Brücke aussehen lässt. Metal Fender Guards. Progress. Advanced. Nicht Seals, sondern Progress. Progress. Advanced. Und Advanced. Haben wir noch irgendwas? Nee, haben wir nicht. Das wäre der. Ah, doch, hier hinten die Mudflaps. Krieg. Könnten wir nochmal SCS-Software machen, was hier cool aussehen würde. Aber es wird blöd insgesamt. Also bleiben wir bei dem. Und das wäre momentan der Traum, der perfekte Truck eigentlich. Ich weiß nicht, ob der Paintjob so krass wäre, aber 177.000 haben wir ebenfalls nicht. Und dann gibt es natürlich noch den Peterbilt, den wir noch gar nicht getunt haben, glaube ich. Haben wir nur auf der Straße gesehen. Also wollen wir hier nochmal Peterbilt in Bakersfield haben wir jetzt hier. Wir sind jetzt in Elko beim Truck Dealer. So, Bakersfield, da haben wir natürlich den 579er Peterbilt. Auch kein da ein Stocker, sondern hier Customized Configuration. Dann haben wir hier Duty Cabin, da wollen wir natürlich dann, wenn, den Stand-Up-Sleeper. Wobei ich da auch schon meinen Kenworth schöner finde als jetzt hier. Chassis natürlich 220 Gallons, 455 Horsepower, 18 Gänge. Könnte man Prestige hier oder Platinum, beide sehen eigentlich cool aus. Interessanterweise, der Stuhl geht zurück, wenn du Platinum eben, guck mal, klick, klick. Jetzt bin ich mal nach hinten. Gut, denn hier Platinum, aber es sieht einfach schick aus. Hier könnten wir vieles nehmen. Steel Beast könnte man natürlich auch nehmen. Also das sind ja die Steampunk-Teile. Die kriegt ihr, wenn ihr der ATS, dem ATS folgt bei Steam. Ich weiß nicht, ob man das aber noch kriegt. Nur für Dark Red Metallic. Einfach zum Glück gleich. Hier Standard Sunshield oder Exclusive Sunshield. Da sieht eigentlich das cool aus. Wie sieht es denn von innen aus? Sieht man dann oben, aber ist kein Problem. Wie sieht es denn von der Seite dann aus? Ah, das da, oder? Dann hier Mirrors Duty, Standard oder Exclusive, natürlich die Duties. Door Handle Trim oder Chrome. Dann immer, glaube ich, die Chrome. Dann hier die Hood Mirrors. Dann immer, glaube ich, die. Bei dem hier sind die besser aus, wenn ich mich recht entsinne. Bullbar wollen wir hier auch nicht, weil man keine Lichter dran packen kann. Sobald man Licht dran packen kann, kommen die natürlich drauf. Standard Bumpers, dann Plastic Side Skirt oder Exclusive Plastic Side Skirt. Hier ist ein bisschen anders im Gegensatz zum Malen. Kostet dafür einfach nochmal über 1000 mehr. Aber dann nehmen wir, glaube ich, die, einfach weil es hier ist. Hier natürlich wieder Progress und nicht diese komischen Keramik aussehenden Teile. Dann Advanced, Advanced und Advanced. Die Double Caliber Teile. Exhausts. Und dann zu guter Letzt hier noch keine Whitewood Mudflaps und keine Exclusive doch die Exclusive Mudflaps will ich. Und das wäre von 168.000 der beste Peterbilt momentan, meiner Meinung nach. Und ja, auf jeden Fall, das sind so die Trucks. Früher oder später werden wir alle, denke ich, haben. Müssen wir uns einfach kaufen. Und ja, aber das kommt später im Let's Play. Was auch später kommt, ist die nächste Folge, denn wir werden heute für heute Schluss machen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wenn es gefallen ist, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge ADS. Bis dann. Ciao.